Hallo und herzlich willkommen bei PopoTV. Ich bin euer Olli und heute geht es weiter in Forza Horizon 5 in der Serie 5, dem Sommerforzaton. Der nennt sich diesmal Ausflug und in Kapitel 1, Wasser hält mich nicht auf, dürfen wir die Chevrolet Corvette Formula Drift von 2013 besitzen und fahren. Für mich habe ich jetzt eine Lösung gefunden, wenn der Forzaton mal nicht zählen sollte. Ich habe meine Xbox einfach vom Strom getrennt, eine halbe Stunde gewartet, wieder angeschlossen. Und siehe da, mein Forzaton hat gezählt. Dieses Mal gibt es zwei Möglichkeiten, um an das Fahrzeug zu kommen. Die erste ist die bekannte. Wir gehen über die Automesse, gehen auf Formula Drift und holen uns das Fahrzeug für 300.000 Credits. Oder es gibt die andere Möglichkeit über die Sommermethode. Wir brauchen 20 Punkte, bestehen den Blitzer und bekommen dann das Fahrzeug als Belohnung. In Kapitel 2 müssen wir insgesamt 6 Sterne in Driftzonen verdienen. Hierfür geben wir immer über den Kartenfilter, wählen Driftzonen aus und dann fahren wir so lange, bis wir die 6 Sterne voll haben. In Kapitel 3 Driftsaison dürfen wir insgesamt 10 ultimative Drifts oder E-Drift-Fähigkeiten ausführen. Da ich ein bisschen zu doof bin zum Driften, habe ich mir einfach ein Feld gesucht und habe da die Drifts ausgeführt. In Kapitel 4, 2 für 1, müssen wir insgesamt innerhalb von 2 Minuten 100.000 Punkte in Driftzonen verdienen. Hierfür habe ich mir die längste Driftzone ausgesucht und dann habe ich versucht, 2 Minuten so gut wie möglich zu fahren. Der Sommerforzaton Ausflug ist abgeschlossen. Wenn dir mein Video weitergeholfen haben sollte, wäre ich sehr dankbar über einen positiven Kommentar, einen Daumen nach oben und natürlich ein Abo. Vielen Dank!